Ich hoffe, dieses kleine Unboxing hat euch gut gefallen. Es war auf jeden Fall mal, glaube ich, was anderes. Und ich überlege, ich werde meine Unboxings jetzt, glaube ich, immer so machen. Nein, Spaß beiseite. LG bringt ein richtig neues Brett auf den Tisch. Und zwar einen 45 Zoll OLED Curved Monitor mit 0,03 Sekunden Reaktionszeit und 240 Hertz. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, ja, was soll ich denn mit so einem riesen Monitor? Also ich kann euch auf jeden Fall sagen, was ich damit machen werde. Ich werde mir hier für unser Formel 1 und für unsere Racing Liga ein Racing Rig hinstellen, weil ich da einfach unfassbar Lust drauf habe. Und da wird dieser Monitor seinen Platz finden. Da freue ich mich richtig drauf. Ihr könnt aber einen 45 Zoll OLED und einen 27 Zoll OLED gewinnen. LG verlost nämlich an einen von euch das Ganze. Und zwar über die Pre-Registration, die aktuell noch bis 5. Februar stattfindet. Der Link ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr direkt draufklicken. Dann kommt ihr dorthin, tragt eure E-Mail-Adresse ein. Ihr seid sozusagen pre-registriert, bekommt einen 20% Gutschein von LG zugeschickt, den ihr einsetzen könnt. Und nehmt automatisch an dem Gewinnspiel für einen von den beiden Monitoren teil. Also für beide, aber ihr könnt einen von beiden dann gewinnen. Leute, macht da auf jeden Fall mit. Ihr könnt euch kostenlose Monitor snacken. Ihr geht überhaupt keine Verpflichtungen ein. Das muss man auch nochmal ganz klar dazu sagen. Das ist wichtig. Ihr kauft nichts oder sonstiges. Und ihr bekommt eben auch noch einen 20% Gutschein, wo ihr euch eben überlegen könnt, ja, wollt ihr den einsetzen oder nicht. In diesem Sinne, euch noch viel Spaß. Ich drücke euch auf jeden Fall die Daumen, dass einer von euch das Ding da draußen gewinnt. Lasst es mich definitiv wissen. Und viel Spaß noch mit dem weiteren Video. Danke, dass ihr dabei wart und ja, diese kleine Werbung geschaut habt. Und vielen, vielen Dank auch an der Stelle mal an LG, die das ermöglichen, die mir nicht nur den Monitor gestellt haben, sondern eben auch das Ganze hier unterstützen. Und ja, also vielen Dank. Ohne solche tollen Partner wäre das Ganze auch nicht möglich. Und natürlich auch ein riesen Dankeschön an meine Community, an jeden einzelnen von euch da draußen. Denn wenn ihr nicht da wärt, wären auch solche Kooperationen nicht möglich. Das ist wieder der Umkehrschluss. Deswegen wirklich vielen Dank und viel Spaß noch mit dem Video. Wir sehen uns. Bis dahin, euer Manus. Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei True Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. Ja, wir sind hier an der Parzelle 9 gerade versammelt. Der Bürgermeister oder die Bürgermeister haben eingeladen zum Treffen oder zur Besichtigung des eines möglichen Gewerbegebietes wohl, was hier entstehen soll. Deswegen haben wir hier mal vorbeigeschaut und ich bin gespannt. Herr Böcher. Ich sehe sofort von der Straße runter jetzt. Ja! Bewegung! Entschuldigung, Herr Wartlinger! Mein Gott, sind Sie heute wieder aggro! Ja, es ist keine genehmigte Demonstration hier! Herr Wartlinger! Ab! Herr Wadelfinger! Nee, ich würde der Folgen einfach besser machen, dass wir einfach mal ein Stückchen hoch hin aufs Feld, schon mal hoch auf die Feld Nummer 9. Ja, dann mal eine angemessene Maßnahme, anstatt auf der Straße rumzutingeln. Genau. Ja, geh wie auf dem Feld, der Kopf kann auf der Straße bleiben. Wow. Ja, dankbar, Herr Wadelfinger. Bleibt ihr mal hier stehen und also heute schon mal auf dem Klo. Deswegen stell dich mal mit dir an, ich werde quasi der Präsentierende. Ja. Achso, Entschuldigung, ich hab ihn gesehen. Unentspannt. Ja, mit heute bin ich nicht entspannt. Ich merke das schon. So. Yay. Beigefuchs?
Herr Pilcher, wollt ihr nicht auch mit hin? Ja, ich hab da ja gar nicht. Alles gut, der Rudi macht das heute. Genau. Ich bin ja auch nur sein Stellvertreter, alles gut. Ja. Wollen wir anfangen? Seid ihr alle fit? Ist schon 44. Wer ist denn seit Jahrbohr, würde ich sagen, wa? Das ist gar nicht sowas, wo man mitmachen. Ich lade Sie bei dieser Gelegenheit übrigens recht herzlich im Anschluss zu dieser Veranstaltung schleunig zum Landhandel zu kommen. Danke. Gibt's da wenigstens was zu trinken? Was gibt's bei mir? Ja, natürlich. Hatte ich doch letztes Mal schon mal irgendwann eine WhatsApp-Frage geschrieben. Ach so, die Dings, ach so. Ja, die Übernahme. Ah, verstehe. Ja, genau. Oh, geil, hier, Dach, offene Tür, Eröffnung. Gucken Sie sich einfach um. So. Wir haben alkoholische Getränke. Danke, Herr Fiedeljob, dann können wir uns ja schön die Kante heben. Wunderbar. Richtig. Die Batterie abklemmen. So, auf geht's. Ja, liebe Gemeinde, schön, dass ihr alle so zahlreich heute erschienen seid. Freut mich sehr, dass das Interesse anscheinend eine gemeinsame Werbepark, sag ich mal, der von der Stadt aus gebaut wird, doch recht hoch ist. Mein Kollege und ich, ne, also der liebe Herr Kurt oder Kurt Pilcher, haben uns ausgiebig darüber, sag ich mal, umgesehen und informiert und geguckt, wie wir wo den Gewerbegebiet oder das Gewerbegebiet hinmachen wollen, und haben uns für das Feld 9 und Feld 8 entschieden. Und genau, und wir werden jetzt sozusagen euch das einmal, wir können hier einmal rumgehen, wir gucken uns das in Ruhe einmal an. Vielleicht gibt es ja auch schon die eine oder andere Frage, die wir vielleicht beantworten können. Ich sag mal, eine kleine Anekdote, sag ich mal, also was waren die Bedingungen, warum wir hergegangen sind. Zum einen liegt das nah an der Stadt noch trotzdem, wir haben aber einen guten Autobahnanschluss. Es ist hier, sag ich mal, wenig Wald, dass wir quasi hier nicht so viel noch in die Natur eingreifen müssen, außer, sag ich mal, die Versiegelung. Da wurde auch schon angeregt von dem lieben Herrn Kolmleiten, dass wir natürlich da entsprechende Ausgleichsmaßnahmen vornehmen, was ich auch für richtig halte, was die Gemeinde auch sowieso angedacht hat. Und genau, ich würde sagen, wir gehen einmal eine Runde rum ums Feld, wie das so aussehen soll. Grund dafür, dass wir das so gewählt haben, ist, dass wir natürlich zur Rechten und zur Linken noch entsprechend viel Erweiterungsmöglichkeiten hätten. Was soll denn im Gewerbegebiet oder wofür soll denn das jetzt da sein? Na, grundsätzlich war ja die Idee, dass wir ja quasi die regionale Produktion von oder Veredelung, sag ich mal, von Gütern schaffen wollen. Und wir haben uns gedacht, um halt unnötig viele Fahrwege zu sparen, wären wir halt bereit als Gemeinde, sag ich mal, ein Grundstück zu erschließen, wo man dann gebündelt die Produktion aufbauen kann und entsprechend über ein Logistikzentrum, sag ich mal, entsprechend in die große, weite Welt, sag ich mal, verteilen könnte. Gibt die Möglichkeit, das als Privatfirma, sag ich mal, also jeder, der einen Hof besitzt oder auch als private, liquide Person, kann hier sagen, hier, wir möchten dit und dit Parzelle haben und wir wollen dit und dit darauf setzen. Wie geht dit oder macht ihr dit? Und dementsprechend solltet eben so laufen. Also wir stellen quasi als Gemeinde die Fläche, die Erschließung und entsprechende Infrastruktur drumherum. Ihr macht eure Produktion, zahlt dafür natürlich das Geld und seid glücklich. Finde ich klasse. Hört sich gut an, ja. Hervorragend. Okay. Ja, und das ist quasi der Anfang. Ich war wieder ein bisschen größenwahnsinnig, muss ich dazu sagen. Ich wollte gleich 6, 7, 8, 9 machen. Da musste ich mit meinem lieber Kollege Kurt mal wieder ein bisschen zurückregeln, wo er meinte, lass uns erstmal klein anfangen und dann kicken wir mal weiter. Wir laufen quasi gerade auf einer neuen Straße, wenn man sich das so salopp mal vorstellen könnte. Die Idee bezieht sich darauf, dass wir quasi oben oder zwischen den Flurnummern 8, 7 und 9, 10 eine Verbindungsstraße schaffen. Quasi gleichzeitig auch die Zufahrtsstraße für das Gewerbegebiet sein wird. Und dementsprechend kann man dann quasi flexibel jeweils in die Stadt oder auf zur Autobahn halt auch abbiegen. Genau. Ja, das klingt ja super. Also sehr, ich sag mal, die Straßenanbindung, die gescheite, ist auf jeden Fall wichtig. Definitiv. Das muss auch bitte breit genug sein. Also es wird eine normale zweispurige Straße auf jeden Fall werden, auch asphaltiert logischerweise. Ja, das ist super. Das ist im Flächennutzungsplan schon so als vorrangig hinterlegt. Und dann werden wir das auch schnellstmöglich umsetzen. Das sind ja sowieso die ersten Maßnahmen, sag ich mal, ne? Wenn dann auch die ganzen Baumaschinen und so hierher müssen. Zum Beispiel wird natürlich dann die Baumaschinen hier rollen, dass das entsprechend auch natürlich
Zuwegiges. Ich habe mal eine Frage. Ja, bitte. Wer hat sich das Wort Flächennutzungs ausgedacht? Ich habe keine Ahnung. Das ist ein deutsches Wort. Das ist mehr als deutsch, das Wort. Ja. Aber das ist ja auch irgendwo logisch, wa? Das ist eine ganz schöne Fläche also, hier, also das ist schon sportlich. Naja, wir betrachten jetzt erstmal nur das alle zu unserer Linken, ne? Ja, naja, die 9 und die 8, ne? Genau. Ich sag mal, der Vorteil ist auch, hier muss nicht viel Erdarbeiten gemacht werden, ne? Relativ eben. Was natürlich auch wenig Bewegung, sag ich mal, schafft auf in der Natur. Ja. Der Baum hier in der Mitte. Ich würde tatsächlich sagen, dass der zukünftig. Nee, genau das war eben nicht meine Intention. Sondern die Idee war es, dass wir hier quasi so eine Art Rondell gestalten, so eine Art Kreisverkehr. Oh, der ist dass schön. Quasi als Anekdote oder als Andenken der Baum eben noch erhalten bleiben wird. Finde ich klasse. Oh, ja. Der ist wirklich schön, ja. Ne, also, dass man hier der irgendwie. Steht so eine, hier so einsam, das, genau. Das finde ich cool. Oder dass man eben so einen kleinen Grünpark macht für die. Da war länger. Naja, ich hab eine Frage. Ich würde mich anbieten. Oh, so weit ist es schon? Also Sie wissen, dass Sie das strafbar ist, Herr Rosenberg. Naja, Wartlinger, werden Sie da gleich hellhörig? Wofür? Ich würde sagen, dass es strafbar ist. Aber Ich würde mich anbieten mit meinem Hof. Es muss ja sozusagen, hier muss ja erstmal auch das ganze Gras gemäht werden. Das muss ja erstmal schön Dings gemacht werden. Das war klar. Alle aktuellen Liegenschaften, die hier drauf sind, werden natürlich entsprechend für das Projekt reinvestiert. Ne? Also alle Gewinne und Erträge, die durch das Feld hier erschafft werden. Man könnte darüber reden, quasi einen kleinen Obolus zu geben für denjenigen, der Interesse hätte, das alle zu mähen und entsprechend abzutransportieren. Aber der reine Gewinn geht an die Gemeinde, um das Projekt auch teilweise zu refinanzieren. Herr Langhammer? Oh scheiße, ja, Mähwerk gerade anrufen. Da habe ich direkt einen Einwand. Ja. Das heißt ein Einwand eigentlich nicht, aber direkt eine Anmerkung. Der Landhandel ist für seine hervorragenden Produkte wirklich überregional bekannt geworden. Ja. Und wenn wir das hier bekommen könnten für unsere wirklich ausgezeichnete Silage, beziehungsweise dann anschließend auch für unser Mischfutter, wäre das eine Win-Win-Situation für die Stadt und den Landhandel. Wie das Produkt verwendet wird, darüber, das war ja nicht das Ausschlaggebende, sondern eher das Geld. Es geht ums Gras. Das geht ums Geld, ne, dass wir quasi den Gewinn, den wir daraus holen, jetzt hier noch aus der Fläche, quasi reinvestieren in das Projekt direkt. Ja, was willst du hier rausholen? Das ist Gras. Naja, kannst also, du also der anwenden. Landhandel würde den Gewinn aus diesem Gras, alles, was wir an sie, an Mischfutter oder sowas herstellen, komplett der Gemeinde übergeben. Was? Ja, wir würden das in Silage abrechnen, oder? Ja, aus der Silage wird anschließend dann wieder Mischfutter. Na gut. Das klären wir mal nebenbei in Ruhe, aber ich würde mir okay, also, ne, wir müssen das ja fair gestalten, wenn jetzt Herr Rosenberg oder Auswien, Entschuldigung. Nee, dann sagt, um Gottes Willen, machen, dann gerne dem Landhandel, um Gottes Willen. Okay. Ja. Also wenn jemand anders sich auch noch darum reißen würde wollen, dann kann er das gerne tun. Waren wir drumherum alle weg oder wie läuft das? Das müssen wir erstmal noch gucken, wie wir das in der Gestaltung oder in der Entwurfsplanung, sag ich mal, herrichten. Mein Wunsch wäre, also klar, die Bäume, wo die zukünftige neue Verbindungsstraße stehen bleiben soll, entstehen werden soll, ist natürlich klar, die Bäume müssen weg. Die können Sie dann auch entsprechend fällen. Das können wir dann zusammen auch machen, durchgehen. Die Bäume, die jetzt also rechts von uns stehen, würde ich sagen, versuchen wir so gut es geht zu erhalten. Ja, gut. Ja, immer wir haben mal Ausgleichsfläche. Der Baum, der gefällt, wird natürlich auch bitte. Ja, sicher. Wir werden auch für die Versiegelung, die wir hier vornehmen, wir wollen versuchen, so viel wie möglich auch mit Schotter oder so. Ja, wie ich würde tatsächlich ein. Ich habe eine gute Idee. Vorschlag, ich glaube, ich habe eine gute Idee. Sehr gerne. Wenn alle gerade hier sind. Wir Was? Haben ja eine relativ dichte Versiegelung beim Sägewerk oben. Ja. Mit der alten Fläche vom Rosenberg und meinem Sägewerk. Ich weiß nicht, was die Stadt davon hält. Man könnte rein theoretisch das Sägewerk mit den ganzen Weiterproduktionen ja auch schon hersetzen. Dann könnte man da oben die Fläche renaturieren. Das finde ich ziemlich gut. Das finde ich eine sehr gute Idee, weil dann könnte man das eben entsprechend auch bündeln. Ja, weil wenn schon, sag ich mal, Fläche versiegelt wird, dann kann man sich das da oben sparen. Gut. Natürlich die Frage, inwiefern das platztechnisch mit dem Sägewerk, ne? Das ist relativ groß, habe ich in Erinnerung. Ich denke mal, wenn Sie sich ein neues bauen wollen, wird es entsprechend auch nochmal vielleicht wahrscheinlich ein bisschen komfortabler dimensioniert. Ja, ich meine, da kann man ja ein bisschen rumschauen, wie man das dann
geplant. Okay, aber wie gesagt, also wenn jetzt das Interesse extrem stark ist, sag ich mal, wir haben ja noch Erweiterungsflächen, sag ich mal, Feld 7, Feld 10, wo man im Notfall auch noch anknüpfen kann ans bestehende Gewerbegebiet. Was denn wo kann man sich denn dafür eintragen? Für so inwiefern? Naja, wenn ich jetzt hier auch was haben möchte. Der Gemeinde, sag ich mal, uns, also mir oder Kurt, Bescheid sagen. Wir nehmen das dann entsprechend auf. Bescheid. Ich glaube, ich habe da eine gute natürlich Idee. Natürlich, was, wie viel, wie groß ist ja, die Produktion. Muss auch erstmal also, gebaut werden, ne? Genau, und wir müssen natürlich auch erstmal die entsprechende Infrastruktur dafür gebaut haben. Ja gut, aber Häuser sind auch schon verkauft, bevor sie überhaupt gebaut wurden. Ja, wir haben jetzt hier aber noch keinen direkten... sag ich mal, wir betrachten aktuell noch die makroskopische Ebene, wenn man jetzt mal ins Fachliche geht und wie es denn mikroskopisch aussieht, dann können wir da nochmal weiterreden. Hunger? Ja, die Bratwürste, die müssten eigentlich schon bald fertig sein. Gut, gibt es noch weitere Fragen? Weil ansonsten kann sich jeder Jan ja auch nochmal einen eigenen Überblick natürlich verschaffen. Noch hier ist das Feld frei begehbar. Die Gemeinde wird dann demnächst sag mal, gibt schon. Wir haben schon die Aushänge auch in der Gemeinde. Genau. Also mit dem gesamten Grundstück und der Grobplanung sozusagen. Also wenn da Infobedarf besteht, hängt alles aus. Gut. Das wird viel Arbeit, Erik. Das ist eine Menge Arbeit, definitiv. Ich sag mal so, wenn ihr das natürlich nicht schafft, wir würden euch natürlich, wenn ihr wollt, auch was abnehmen, sag ich mal, dass wir das noch zusätzlich an einen zweiten Bauunternehmer ausschreiben. Also wenn ihr jetzt sagt, mengenmäßig, das wird zu viel, wir wollen, es ist nämlich ein Projekt, was wir zeitnah umsetzen wollen, damit wir eventuell schon nächstes Jahr im Frühjahr das Ding in Betrieb nehmen können. Es geht ja erstmal um Erdarbeiten und eine Straße, oder? Wie habe ich das verstanden? Das könnt ihr gerne machen. Ich möchte auch nochmal daran erinnern, wir haben noch ein anderes Straßenprojekt, was auch nebenbei noch realisiert werden muss. Ja. Wo kommen Sie noch her, Herr Langhammer, aus Berlin, oder? Ich komme aus Berlin, ja, wieso? Ich habe gehört, ihr verschätzt euch mit Zeiten gerne mal. Gehen wir aber los. Was soll denn das? Das kann doch wohl nicht sein. Ich bin ja mal die erste Wurst holen. Ja, ich auch. Was wollen Sie mir damit sagen, Herr Schütter? Auf geht's. War nicht viel, alles gut. Weg. Gut. Jupp, komm mal mit. Dann laufen Sie alle fort. Ja. Ey, Jupp. Ja? Komm mal her. Du sag mal, hat sich der Schütte bei dir gemeldet? Ja, ja. Ich habe ihm das gezeigt, wo das hin muss. Okay, perfekt. Der will das heute Abend hochziehen. Ja, ich glaube, der hat sogar schon ein paar Materialien hochgebracht. Ah, sehr gut. Der will nämlich ausnutzen, wenn alle oben beim Landhandel sind, jetzt wird der sich wahrscheinlich abseilen und will das schon hochziehen. Ey, ich habe gerade mit dem Dings geredet. Ey, Jupp, Alter, wenn wir auffliegen, ey, wir sind am Arsch. Wer ist der Dings? Der Wadlinger. Ach, der Wadelfinger. Wir haben erstmal Glück. Der Rheingrub hat zurzeit bei sich am Hof einen riesen Schwarzbau da hinten dran gehauen. Die sind da erstmal beschäftigt. Aber ey, Jupp, ey, der hat gesagt, der Wadlinger, da gibt es die übelsten Strafen und weiß ich nicht. Echt? Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Der ist sowieso heute irgendwie so ein bisschen. Der kam bei mir auf dem Landhandel an. Da hat er einfach irgendein Plakat bei mir da am Container dran geklebt. Was für ein Plakat? Ja, da steht irgendwas drauf von wegen, dass da irgendjemand gesucht wird oder so. Wer wird gesucht? Weiß ich, keine Ahnung, ich habe da nicht richtig drauf geguckt. Ich hatte auch nicht viel Zeit, aber der kam an, stieg aus, klebte das dran und fuhr wieder weg. Ich dachte, ja, gut, alles klar. Pass auf, ich mache Folgendes. Wir ziehen die Bude jetzt hoch, jetzt ist eh zu spät. Aber ich muss gucken, dass ich den Rudi vielleicht so hintenrum so ein bisschen anspitze, dass wir da vielleicht eine Genehmigung kriegen, die ein bisschen schneller über den Tisch geht. Weißt du wie? Wegen dem Club jetzt. Ja. Das ist, ey, wenn das Ding einer da euch sagt, ist. Naja, komm, scheiß drauf. Lass das mal zum Herrn an. Okay. Oh Mann. Ey, ich habe eine richtig gute Idee, Jupp, mit dem Gewerbegebiet hier. Echt? Du mit dem Landhandel, ey, du bist ja auch gut. Du bist ja auch, ich hab eine richtig gute Idee. Ich bin gut dabei, auf jeden Fall, ja. Ja, lass uns das mal in Ruhe besprechen, ey. Okay, machen wir. Alles klar, bis gleich. Ja. So. Ey, wo ist denn der Rudi? War ich jetzt alleine? So, ich glaube, der ist woanders rein. So, na gut, dann düsen wir mal los. Leute, ich habe eine Idee. Es ist natürlich schwierig. Wir müssen ein bisschen umdisponieren, weil ich wollte mich ja in der Veredelungsbranche niederlassen und also quasi Güter zu einem Endprodukt veredeln
und diese dann exportieren. Jetzt habe ich gehört, jetzt lässt sich ein Exporteur hier in der Stadt nieder, der sozusagen also Großhändler, wo man dann fertige Produkte exportieren kann zu einem guten Preis. Das ist natürlich, also hoffentlich zu einem guten Preis. Das wäre natürlich schon mal Gold wert, weil da ist ja auch mit dem Weingeschäft und so weiter und die ganze Sache, wäre ja auch eine feine Sache. Aber wie mache ich das jetzt mit der Veredelung? Das Problem ist, ich werde ja alleine niemals diese Kosten stemmen können, um Fabriken zu bauen und die Sachen zu veredeln. Und ich werde das ja auch als Einzelperson alleine, werde ich das ja auch niemals bewältigt kriegen. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist ja auch noch so ein Ding. Ich weiß nicht. Sag mal, wo fahre ich denn überhaupt hin hier? Fahren wir in die Stadt? Oder wir fahren die Stadt. So, das ist ja auch so ein Ding. Ich habe da eine Idee im Kopf. Ich habe eine Idee im Kopf. Was haltet ihr denn davon? Es ist halt wild, ne? Also ich glaube, das ist wild. Wenn wir eine Art Genossenschaft gründen mit den anderen, also mit den Leuten, die hier Interesse haben, zusammen. Ich gründe eine Genossenschaft mit jemandem zusammen, da muss ich halt schauen, wen ich finde, und dann machen wir sozusagen Bauplanungen. Jetzt nur mal als Beispiel, eine Weinproduktion, da haben wir jetzt schon gebaut, ist klar, aber die soll ja auch vergrößert und erweitert werden. Machen wir Bauplanungen und dann, warte mal, müssen wir hier? Machen wir Bauplanungen und sozusagen eine Weinproduktion, lassen uns einen Kostenvoranschlag geben. Und jetzt nur mal angenommen, diese Weinproduktion, so eine große Weinproduktion kostet jetzt 1 Million. So, und dann suchen wir mit der Genossenschaft sozusagen Mitanteilshaber. Das heißt, jeder, der möchte, ich habe keine Ahnung, wo ich hinfahre, doch, jeder, der möchte, kann sozusagen in der Genossenschaft, also in diesem Bauprojekt, wie so ein geschlossener Immobilienfonds, sage ich jetzt einfach mal, sozusagen mit investieren. Also 1 Million, dann kommt meinetwegen ein Lohnunternehmen und sagt, hey, ich möchte damit 52.000 einsteigen. Dann kriegt er halt von, es gibt halt 100 Anteile sozusagen zu 1.000. Und dann kauft er sich sozusagen 25 Anteile. Und dann kriegt er auch aus allen Gewinnen sozusagen 25%. Wisst ihr, wie ich meine? So, und so könnten wir aber, als Genossenschaft trotzdem in diese Veredelungsbranche einsteigen und könnten so trotzdem immer mit vielen Fremdinvestoren, ne? Mit vielen Fremdinvestoren sozusagen einzelne Veredelungsproduktionen umsetzen und bauen. Da war ein Hund. Wisst ihr, wie ich meine? Was haltet ihr von der Idee? Das ist halt, also Genossenschaft sozusagen einen Verein gründen und diese Genossenschaft mit jemandem zusammen machen. Und dann planen wir immer Bauprojekte und suchen dann, Investoren dafür und dann setzen wir die um sozusagen. Und sozusagen aus 50% der Einnahmen oder 50%, also die Gesamteinnahmen werden immer 50% gehen an die Genossenschaft und 50% werden je nach Anteilen aufgeteilt. Weil die Genossenschaft ja auch Eigenkapital aufbauen muss und Gewinn erwirtschaften muss zum sozusagen Refinanzieren von neuen Projekten dann wieder. Oh, schön. Versteht ihr, wie ich meine? Nein, es geht da nicht. Es geht um die Veredelung von Sachen, nicht um Landhandelprodukte. Es geht nicht um Landhandelprodukte, aber der Landhandel wird da nie irgendwelche Weintrauben verarbeiten oder irgendwelche Oliven oder eine Müsli herstellen oder was auch immer. Wisst ihr, wie ich meine? Schreibt mir eure Meinung dazu. Gerne mal in die Kommentare und gerne hier mal in den Chat-Livestream.
am Landhandel. Schön, dass Sie alle den Parkplatz nicht gefunden haben, der hier hinter den Silos ist. Oh. Das ist ein Parkplatz? Wir haben dann die Bürgermeister gerichtet. Aber ist egal, lassen Sie die Fahrzeuge da stehen, passt. Ich hab meine Mofa extra trocknen gestellt, da meine Simone, meine Simson. Auf Waage. Ist ja schön trocken, da dachte ich. Ja, das passt schon, das passt schon. Oh. Das ist super, außerdem, schöne Simme, ne? Aber schön geschmückt hier. Ja, also, wie gesagt, herzlich willkommen am Landhandel. Wir laden Sie, Moment, ich gehe mal hier zu Sie. Also, ja, wir sind quasi jetzt das neue Zweiergestirn des Landhandels. Und um Ihnen einfach mal so ein bisschen was zurückzugeben für all die Unterstützung die letzten Monate, Wochen, Jahre, sind wir jetzt hier einmal zusammengekommen, das Ganze einmal zu feiern, die Übernahme. Und wenn Sie Fragen zum Landhandel haben oder sonst irgendwas, können Sie gerne fragen. Soll ein gemütliches Beisammensein sein, einfach ein schöner Abend für uns alle, für die Gemeinde Waldstätten. Vielen, vielen Dank, dass wir das hier auch so antreten dürfen und ich würde sagen, ran an die Buletten. Achso, umgucken dürfen sie sich natürlich auch noch. Ja, wunderbar. Bulette, ich habe Bulette gehört. Ich glaube, das Wichtigste ist guten Hunger, guten Durst. Genau. Jawohl, super. Ja, sehr schön. Oh, was gibt's hier denn Schönes? Ja, genau. Also wir haben tatsächlich ein paar neue Fahrzeuge bekommen. Der jeweilige, also die jeweilige Firma, die diese Fahrzeuge erbaut hat, können Sie von der Seite des Anhängers sehen. Der LKW ist natürlich ganz normal, also Standard, ne? Ja. Aber hier geht es halt eben um diese wunderbare Kippmulde, wirklich ein astreines Gerät. Unglaublich. Kann man das so sagen? Realistisch? Ja. also bringt mir ein Lächeln ins Gesicht tatsächlich, weil da sind, also die kann Sachen, die sind einfach schön. Das sind Kleinigkeiten, aber die sind wirklich schön. Bitte? Kann man die mal hochfahren? Ja, sicher. Dazu müssten sie einfach nur in den LKW einsteigen, anmachen und dann einmal abgeben. Quasi. Das. Und da sieht man auch schon direkt, was Wunderschönes, was es so selten zu sehen gibt, sage ich mal. Nämlich, wenn die jetzt einmal ganz oben ist, Herr Weber, ja? Würde ich Sie bitten, einmal vorzufahren und direkt zu bremsen, bitte. Ach so, ja. Oh ja. Und ich denke mal, das ist etwas, was viele Leute vermisst haben, tatsächlich. Wow. Oh, sehr schön. Da kann man doch mal abklopfen. Ja, ja. Das ist gut. Fällt mir. Also ja, sehr schön. Wunderschönes Gerät. Ich sag jetzt mal, ja, eine Kleinigkeit, aber mit großer viel Liebe. Ja, das stimmt. Nee, sehr schön. Na gut, prima. Ich gehe mal zum Bratwurststand, meine Liebe. Ja, klar. Meine Lieben. Gerne. Wir haben hier übrigens auch noch natürlich unseren hiesigen Wein. Oh ja. Yeah. Und natürlich auch unser Met. Oh ja. Wer sich ganz gerne einmal einen Überblick über den Landhandel verschaffen möchte, der darf sich natürlich gerne einmal zur Feuerwehr bewegen. Die ist natürlich auch vertreten hier, hat uns die Drehleiter zur Verfügung gestellt, um einmal den Landhandel von oben zu begutachten. Wer das schon immer mal bisschen was von oben sehen wollte, kann dies bei dieser Gelegenheit natürlich sehr gerne tun. Das gönne ich mir. Einmal nach oben. Ach, das schaukelt wieder so sehr, ey. Das mach ich hier, weiß ich jetzt schon. Ach nein. Sehr schön. So, aber meine Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, der liebe Yannick, unser Jupp, der hat den Landhandel übernommen hier. Wie ihr euch denken könnt, ja, der Marcel Reingrub oder Michael Reingrub, ja, den gibt's nicht mehr, der hat sich verpisst hier aus Waldstätten
Und ja, der Jupp hat den Landhandel jetzt übernommen, wird das Ganze hier managen. Ich glaube, das ist eine gute Wahl, kann ich mir vorstellen. Der soll ja angeblich schon Erfahrung haben. Na gut, gut, in diesem Sinne sind wir aber auch erstmal durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Ciao, ciao.